So, Leute, da bin ich mal wieder mit einem kleinen, aber feinen, beziehungsweise für manchen wichtigen Video. Nämlich, wir haben ja jetzt das neue Crew-Paket, was ich heute Morgen schon euch hochgeladen habe. Aber es geht darum, was ist mit dem Battle Pass, was ist mit dem Skin, was ist mit den V-Bucks, was ist mit Spotify. Also, die meisten von euch, ich denke mal, alle haben den Skin erhalten, auch wenn sie nur einmal bezahlt haben. Das hat auch einen bestimmten Grund. Das weiß ich von meinem Sohn. Der hat sich damals einmal das Crew-Paket geholt und hatte das nächste Crew-Paket quasi schon direkt mit drin. Allerdings nicht mehr den Battle Pass. Den muss er sich dann entweder neu mit dem neuen Crew-Paket holen oder aber halt sich so kaufen. Also das schon mal vorweg. Also wenn man sich einen Battle Pass kauft, einen Battle Pass, sag ich schon, ein Fortnite Crew-Paket kauft, hast du eigentlich zwei Skins. Nur mal so als kleine Randinfo. Aber ihr seht jetzt hier oben rechts Abonnentenvorteile. Hört jetzt genau zu. Nämlich, wir bekommen, wenn ihr jetzt ein aktives Crew-Paket habt, dann habt ihr natürlich den Skin schon erhalten, ist klar. Das ist ja hier. So. Dann den Battle Pass bekommen wir dann, wenn der Battle Pass rauskommt. Auch soweit klar. Die V-Bucks bekomme ich zum Beispiel erst am 19. Juni, was in 18 Tagen ist. Warum bekomme ich die erst am 19. Juni? Lest mal hier unten, wo die Spitzhacke ist. Der nächste Abrechnungszeitraum beginnt planmäßig am 19. Juni. Bedeutet, wenn ich das jetzt schon kündigen würde, könnte ich alles behalten. Ich hätte, denke ich mal, den Battle Pass sogar noch mit drin. Hätte Spotify Premium mit drin, den Skin mit drin, aber nicht die V-Bucks. Die V-Bucks bekomme ich erst dann, wenn ich dann nochmal bezahlt habe. Das ist halt immer ganz simpel. Achtet einfach selber drauf, wenn ihr bei euch ins Spiel reingeht. So wie ich hier, warte mal, ich zeige es euch gerade nochmal, wie ich es jetzt gezeigt habe. Hier unten im Shop, ganz unten findet ihr das. Und hier seht ihr immer, wann ihr eure nächsten V-Bucks bekommt. Weil einige haben darunter geschrieben, ich habe meine V-Bucks nicht bekommen, ich habe meine V-Bucks nicht bekommen. Das liegt immer daran, wann ihr das Abo abgeschlossen habt. Weil ich habe es halt irgendwann am 19., keine Ahnung, März, Februar, irgendwo da abgeschlossen. Seitdem läuft es halt jeden Monat genauso weiter. Also wundert euch nicht, warum die V-Bucks noch nicht da sind. Das immer dann, wenn ihr quasi das nächste Mal das Fortnite-Crew-Paket bezahlt habt. So, ich hoffe, ich konnte damit schon einigen weiterhelfen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß mit dem Skin. Ich habe mir jetzt mal eine andere Variante, weil in der rosanen Variante gefällt ihr mir gar nicht. Ich wollte dann auch gleich mal gucken, wie er in-game ist, aber ich glaube, ich gehe erstmal raus an die frische Luft, noch ein bisschen Sonne tanken. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch soweit weiterhelfen. Und in dem Sinne natürlich gerne ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.